Ja, willkommen zurück. Jetzt haben wir eine neue Technik und ja, die erlaubt uns jetzt, ja, über die Wände, zwischen den Wänden, was auch immer, uns zu bewegen. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und hier geht's erstmal raus. Ja, ich frag mich gerade. Nein, 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 nein! Wow! Frag mich gerade, ist der Dungeon noch nicht fertig oder wo geht's hier nochmal lang? Nein! Ey, was ist das? Oh, okay. Die Dinger sahen wie so eine Treppe aus. Ich dachte, man muss da jetzt hoch klettern. So, EG bin ich wieder. So, hier betreten. Ich denke mal, hier schnell wieder verlassen. Zack, zack, zack. Und dann wieder hier raus. Verlassen. Oh, das sieht echt geil aus. So, hier gibt es noch was zu holen. Her damit. Immer her damit. Was? Okay, da war so ein Schlitz. Also wenn so ein Schlitz da ist, kann man auch die Wände verlassen. Ach, da bin ich schon. Ist das jetzt richtig, was ich jetzt gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas hier verpennt. Da hinten ist noch draußen eine Truhe. Ich muss wieder zurück. Denn draußen ist eine Truhe und die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Öffnen. Okay, 100 Rubin, warum nicht? Man braucht ja immer Rubin. Ah, hier kann ich nicht entlang. Okay, verlassen. Oh, das sieht so geil aus. Würde ich den ganzen Tag machen. Einfach so raus, rein, raus, rein. So, hier geht's nicht lang. Wie immer. So, denn aber hier geht's lang. Jetzt mal aufmachen. Ja, ich muss jetzt wieder zurück, denn da war eine Truhe und die will ich jetzt auf jeden Fall mal holen. Man weiß ja nicht, vielleicht ist das ein Herzcontainer oder sonst was. Also auf jeden Fall, jetzt kommt die große Kugel noch, oder? Ja. Ich kenne das hier schon alles auswendig. So. Machen wir ganz schnell, also dauert nicht lang. So, rein. Beziehungsweise, Moment. Ja, es tut mir leid, aber hier unten war noch. Ja, hier unten war noch eine Truhe, wo ich nicht rankommen konnte. Ah. Komisch. Komisch, komisch. So, Abkürzung ist wieder hier so. Nein. Da. Das ist so eine Abkürzung. Man kann ja die Wege hier auch abkürzen damit. Oh, jetzt habe ich. Oh, ich hält, ey. Hab den falschen Weg genommen. So, dann gehe ich erstmal hier rein. Da kommen wieder so Viecher. Die sind jetzt uninteressant. Dann gehe ich mal hier. Ah, da komme ich nicht durch. Da komme ich noch nicht durch. Genau, hier ist der Weg jetzt. Jetzt kann man hier raus und rein. Aber ich komme da nicht durch. Also ich kann mich nur nach links und nach rechts bewegen, aber nicht nach oben oder nach unten. Da muss ich schon in der, sag ich mal, richtigen Etage sein. Oh! Nein, ach so, ich muss ja runtergehen. Das ist ja schwachsinnig, was ich hier mache. Ich muss hier unten irgendwie lang. Guck, wie das aussieht. Das ist so geil, ey. Yuga hat uns hier richtig eine richtige geile Fähigkeit geschenkt. Wird sich auf jeden Fall wundern, wenn wir wieder da sind. Nee, ist auch nicht zu holen. Okay, gut, dann gehen wir halt raus. Ich weiß nicht, wie ich an diese Truhe unten rankomme. Ist mir jetzt ein Rätsel. Gut, dann gehen wir mal halt hier lang. Beziehungsweise doch. Schnell hoch, tatatata, schnell, 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 schnell. Oh, getroffen. Getroffen. Oh. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, hier ist ein Herzteil. Hier ist noch ein Herzteil. Hier, hier. Okay. Und wieder volle Power. So muss das sein und nicht anders. So, lass mich jetzt mal durch. Jetzt mal bitte hoch. Danke. So, ich denke mal, hier ist der Bosskampfraum. Ich könnte da jetzt nochmal wieder durch. Ich mich jetzt nicht stark irre.
Joa, das geht. Gut, das habe ich jetzt auch hinbekommen. Wie komme ich auf der anderen Seite? Keine Ahnung. Ah. Okay, gut, dann gehen wir halt auf der anderen Seite schnell. Da geht's nicht. Ich muss hier runter. So, hier. Ist ja geil. Klopp, 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 klopp. Ah, so komme ich hier auf der Seite. Und hier ist eine Truhe. Öffnen. 100 Rubinen. Yeah. 370 Rubinen schon. Warum nicht? So, jetzt ist die Frage, wo lang? Okay, also da lang. Schnell, 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 schnell. Schnell! Okay, da oben komme ich jetzt irgendwie nicht ran. So, ich muss jetzt ein bisschen wieder tanken, bevor ich da weitergehe. Also da oben komme ich irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich was übersehen oder ich komme später ran. Man weiß es ja nicht. So, dann gehe ich mal hier wieder zurück. Oh, oh, das ist wieder dieses Ding. Nein! Scheiße, scheiße, scheiße. So, schnell, 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 schnell. Irgendwie stehe ich auf diesen Tod. So, ich warte jetzt auf jeden Fall. Ich bewege mich schon, bevor das überhaupt da ist. So, perfekt. Gut. Zack. Okay, das geht nicht. Dann muss ich warten. Und dann gehe ich mal wieder runter. Hä? Ne, das war ja dasselbe hier. Das war jetzt nur der Abschnitt, der hat sich hier ein bisschen aufgeteilt. Neuer Ladescreen. So, okay, gut. So, schnell. Bäm! Perfekt. Wow! Da bin ich ein bisschen zu schnell manchmal auch. So, hier ist die Truhe. Geht doch. 50 Rubinen. Na gut. Der Aufwand hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber immerhin. 50 Rubinen. Gut. Und das war hier schon das Ende. Denn hier kommt man hier wieder raus, oder? Genau. Gut, das war's dann auch schon. Dann gehen wir mal hier raus. Er hat leider... Ach, da ist er schon. Oh, Sakati, warst du etwa im Inneren des Palastes? Und hast du Osvala gefunden? Das ist ja... Auch Osvala wurde in ein Gemälde verbannt? Ja, jetzt hat er schon zwei der Weisen erwischt. Ja, tut mir leid, ich wollte ja halt retten, aber... Naja, wie bitte? Der Wahnsinnige hat gesagt, als nächstes sei Prinzessin Zelda eine Reihe? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Prinzessin beschützen. Also ist Yuga doch weiblich, sorry. Also ich nenne es manchmal männlich, manchmal weiblich. Weil die es so irgendwie halt sagen, ne? Was war das? Oh nein, es ist uns einen Schritt voraus. Sakati, lass uns schleunigst nach Schloss Hyrule zurückkehren. Ich wollte hier aber speichern. Oh je. Was ist das? Was ist das? Genau, was ist das? Geh nicht nah dran. Ja, das war jetzt nicht schlau. Uff, was für eine mächtige Barriere. So gelangen wir nicht hinein. So sieht's aus. Doch Prinzessin Zelda und Impa befinden sich noch im Schloss. Können wir denn gar nichts tun? Hör mir gut zu, Sakati. Alles, was bisher geschah, hat sich schon einmal ereignet. Es ist das Echo einer uralten Legende. Der Legende nach wurde das vom bösen, verwüsteten Land durch das Masterschwert befreit. Schon jetzt kriegen wir Masterschwert? Doch es heißt, dass dieses Schwert nur ein Held erlangen kann, welcher die drei Amulette besitzt. Allerdings hörte ich, dass sich eines davon Besitz von Prinzessin Zelda befinden sollte. Und ohne sie haben wir auch kein Amulett. Das kann doch nicht sein. Das Amulett des Mutes
Wie ist das in deinen Besitz gekommen? Tja, ich verstehe, die Prinzessin hat es dir als Talisman gegeben. Dies kann nur bedeuten, dass du in die Fußstapfen des legendären Helden trittst. Sie muss erkannt haben, dass du derjenige bist, dem es bestimmt ist, das Masterschwert zu erlangen. Nun gut, Sakati. Die verbleibenden zwei Amulette werde ich im Haus des Wilden Windes und im Harasturm aufbewahrt. Ich habe beide auf deiner Karte markiert, so solltest du sich leicht finden können. Jo, bestimmt. So! Ja. Okay. Möchtest du nicht eine kleine Pause einlegen und Spiel speichern? Das wäre sehr nett, deswegen ja. Speichervorgang. Bitte nicht ausschalten. Speichern abgeschlossen. Ich werde die alten Schriften in meiner Bibliothek durchgehen. Dort sollte ich Hinweise auf den Verbleib der Nachkommen der übrigen Weißen finden können. Gut, es gibt ja noch mehr Weißen. Eile nun, Sakati, und finde die Amulette. Werde ich. Also, unten ist rechts eins und oben ist noch eins. Und hier so ein Teil will uns hier schlagen. Was willst du von mir? Ich habe hier noch das hier. Naja, was passiert, wenn ich jetzt nah dran gehe? Wow, ich verliere Leben. Okay. Gut. Also, wo gehen wir als... Ey. Jetzt sind komische Viecher hier unterwegs, ne? Komplett andere. Und ich brauche ein besseres Schwert. Ich muss... Hier. Locker 10-mal, vielleicht 12-mal draufschlagen, bis wenn das Viech hier down geht. Ich muss echt öfters Pfeile benutzen, sonst habe ich da ein Problem. Ne? Gut, dann gehen wir mal halt hier erstmal unten lang, nach rechts. Ich bin wieder am Start und suche das Amulett. Ob ich es finde, ist so eine Frage. Gut, was ist hier? Achso, hier kann ich noch kein Zertrümmerer einsetzen, sag ich mal. Aber irgendwann kann ich es. Also eine Bombe. Komisch, dass ich keine Bomben habe. Nein! Eigentlich kriegt man doch ganz am Anfang mindestens eine Bombe, oder? Ey. Scheiß Vogel. Scheiß Glibberzeuge hier. So, oh. Was ist mit dir? Hallo? Sport ist wichtig für die Gesundheit. Und weißt du, was noch wichtiger ist? Denen. Wo der Recht hat, hat er recht. Du siehst aus, als wenn du viel auf Achsen wärst. Soll ich dir ein paar Tipps zum Denen geben? Nein, sag bloß, du bist auch hier, weil du dich fragst, was mit diesem Haus da auf sich hat. Welches Haus? Mach die Augen auf. Hier gibt es ja wohl nur eines, das man sieht, wenn man sich mit Plus umschaut. Der meint da hinten das, wo das Kreuz ist, oder? Ja, und jetzt? Ich sehe, wo das ist. Jetzt hast du es ja wohl gesehen, oder? Das Haus mit den Windrädern. Ach so, stimmt ja. Das hat Windrädern, sehe ich gerade. Ja, habe ich. Dieses Haus ist zu Fuß nicht erreichbar. Seltsam, oder? Deshalb habe ich mir schnell mal von den Zoras Schwimmen beibringen lassen. Das war der härteste Intensivkurs aller Zeiten, aber mit starkem Willen und vielen Dehnen habe ich es durchgehalten. Und es hat sich ausgezahlt. Jetzt schlägt mich niemand mehr im nassen Element. Ja, schenkst mir was oder so? Was? Du willst auch schwimmen lernen? Yep. Ich bin einfach zu den Zoras gegangen. Wenn man schon schwimmen lernt, dann von den Experten. Die Höhle der Zoras ist ganz weit flussaufwärts, aber vergiss nicht, die ausreichend zu dehnen. Okay. Flussabwärts. Da unten ist die Höhle. Gut, da muss ich auch hin, aber mir wäre es jetzt lieber, irgendwo mal zu speichern wieder. Okay, da unten muss ich jetzt irgendwie kommen. Weil da unten ist so eine Höhle. So, hier erstmal zerfetzen, sonst komme ich da nicht hin. Was ist hier? Öffnen. Bitte öffnen. Ah, ein Shop. Oh, ein Schild. Reden. Du willst nichts kaufen? Da weiß ich nicht, was du hier willst. Doch, ich will was kaufen. Sei mal nicht so frech. Der kostet 50 Rubin. Ist sicher ganz toll. Schild, ja. Kaufen.
Yeah, du hast ein Schild erhalten. Halte ihn mit R vor dich. Okay, gut. So, okay. So, was ist das? Was ist denn das? Knallobst. Wundersame Frucht, die alle Feinde in der Umgebung benommen werden lässt. Jo, eins kann man kaufen. Gut, das geht dann hier rein, okay. Was ist denn das? Seltsame Frucht, die sich zum Eingang eines Verlieses zurückbringt. Sehr praktisch. Ah. Okay, warum nicht? Immer her damit. Kostet ja nicht so viel. Von daher passt das ja. So, da sind wir wieder. Die Krähe ist auch wieder da. Und das hier, was steht da lesen? Vorsicht, seltsame Kreatur. Umgang mit Sprengstoff ist in der Nähe der Wand streng verboten. Also auf jeden Fall müssen wir Sprengstoff... Oh, komm. Scheiß Viech. Ja, wie komme ich da dran? Gar nicht, oder? Doch. Juhu. Was bringen mir diese komischen Herzteile eigentlich? Keine Ahnung. So, aber ich gehe jetzt mal in mein Haus hier. Wo ist das? Hier. Hier. Einmal speichern. Yep. B-b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 -